guten Abend zusammen. Was zu sagen? Natürlich, ich bin glücklich mit diesen zwei Punkten heute Abend, aber ich muss auch ehrlich sein und sagen, dass ja, wir haben gekämpft in der dritte, ein bisschen Scheibenglück, aber in der zweite, dritte Düsseldorf war ganz, ganz besser und Dustin Strahlmeier hat sehr gut gemacht. Es war nur 1-0 für Düsseldorf. Wir haben geglaubt, wir haben diszipliniert geblieben, Entschuldigung. Und wir haben einen Weg gefunden. Aber ich habe gesagt, vielleicht der erste Drittel, egal, am Anfang, Düsseldorf hat mit mehr Energie gespielt. Und wir waren okay, die erste, dritte, zweite, dritte und ganz klar die bessere Mannschaft war der DEG. Gott sei Dank hat nicht mehr als ein Tor geschossen und Überzahl in der dritte, dritte Verlängerung. Und unser Kampfgeist hat uns eine Chance gegeben für diese zwei Punkte. Aber ich habe gesagt, Scheibenglück in der zweite, Gott sei Dank, Düsseldorf hat nicht mehr Tor geschossen in der zweite, dritte. We would have had a chance. So, ich wünsche Mike alles Gute für die nächsten Spiele. Ja, guten Abend, Pat. Gratuliere dich und Schwenninger zum vierten Mal, leider. Aber ich muss sagen, na gut, du kannst 41 Mal aufs Tor schießen, aber wir brauchen mehr Verkehr. Ja, vor allem auch im zweiten Drittel. Strahlmeier hat viel zu viel die Scheibe gesehen. Wir müssen mehr dahin gehen. Und das ist am Ende ist das zu wenig. Und da müssen wir richtig einen Weg finden, dich durchboxen, dich durchkämpfen für den Platz. Du hast gesehen, bei das eine Tor, was wir geschossen haben im zweiten Drittel, da war Verkehr. Aber das ist viel zu wenig. Von den 41 Schüssen hat er 38 sehen können. Und das war von unserer Seite nicht gut genug. Und am Ende, du siehst, es sind die Kleinigkeiten. Special Teams, was am Ende das Unterschied gebracht hat. Dankeschön.